Kapitel 13. Der Schlüssel. Während diese Dinge zwischen Sol und Funkenherz vor sich gingen, war Latira zusammen mit Flamme und Sorok weitergereist, wobei sie ihre versprochene Spur gelegt hatte. Ihr Ziel war ein eigenartiger Ort in diesem ewigen Labyrinth. Der Ausgang. Ein riesiges Tor, welches die Dreiergruppe bald erreichte. Doch natürlich, wie sollte es auch anders sein, war das Tor geschlossen. Nur eine kleine Einhüllung schmückte es. Und auch nur ein Stück rechts hiervon war eine kleine Grotte inmitten der Höhle. Das hier war, was ich euch zeigen wollte. Der Ausgang. Ihn so zu nennen, wäre jedoch eine Übertreibung bei allem, was mit ihm verbunden ist. Und gibt es auch eine Möglichkeit, das Ding zu öffnen? Als Antwort schwebte Latira zu jener kleinen Grotte neben dem Tor. Tretet ja nicht rein. Nicht einen Schritt. Beide Pokémon folgten, im Bewusstsein, dass ihre Leiterin mehr Ahnung von diesem Ort hätte als sie. Also blickten sie zunächst nur hinein. Die Grotte war auch innen so winzig, wie sie von außen hin aussah. In ihr befand sich ein kleiner Altar, auf welchem ein Edelstein lag. Aus dem Boden entsprang wie magisch grellstes Licht, welches auf eine Decke voller eiserner Spitzen in großer Masse schien. Dieses ganze Gebilde ist eine Todesfalle. Und mittendrin, dieser Edelstein ist ein Relikt. Angeblich soll er nicht nur die Tür dieses Labyrinths öffnen können, sondern jede Tür in diesem Weltenbaum. Selbst jene zu Tundil am Nabel der Welt. Der Schlüssel zu Tundil? Am Nabel der Welt? Heißt das, dieser Stein, das ist unser Ziel? Dann erklär uns mal, wie man ihn bekommt. Nun, ihr seht das Licht am Grund. Sobald auch nur der winzigste Teil davon nicht auf die Decke scheint. Heißt, wenn irgendetwas Schatten wirft, stürzt die gesamte Decke augenblicklich ein. Da die Falle magisch ist und eher wie ein Ausweg für die Gefangenen des Labyrinthes, wird die Falle am folgenden Tag wieder aussehen wie nun, solange der Edelstein seine Grotte nicht verlässt. Also kann kein Pokémon da rein. Aber wie steht's mit Angriffen? Feuer erzeugt Schatten. Wasser, Pflanze, Boden, Gestein, Stahl, Fee, Elektro, Normal, Kampf, Eis, Käfer und Drache auch. Es bleiben somit noch drei Typen. Geist, Unlicht und Psycho. Geist- und Unlichtangriffe werfen bloß keine Schatten, da sie aus Schatten bestehen. Sie lösen die Falle deswegen ebenfalls aus und... Latira zeigte auf den Boden am Eingang der Grotte. Er war von pechschwarzem Gestein erfüllt. Und dieser Fels im Grund strahlt Unlicht aus. Heißt, ich kann psychische Kraft nicht von hier aus herüberschicken. Unlicht blockiert es. Ich könnte meine Kräfte nur nutzen, wenn ich bereits auf der anderen Seite wäre und... Nun ja... Was du uns also sagen willst, ist, im Prinzip gibt es keinen Weg, das Ding da irgendwie herauszubekommen, ohne es selber reinzugehen. Und kein Weg da reinzugehen und dann lebend wieder rauszukommen. Zumindest keiner, den ich mir irgendwie vorstellen könnte. Also... Bräuchte man im Prinzip ein Pokémon, das keinen Schatten wirft? Überrascht wandte sich Flamme um. Er hatte nicht wirklich auf die Zeit geachtet, aber er war einfach davon ausgegangen, dass er Sol heute nicht mehr sehen würde. Aber tatsächlich war er bereits wieder hier bei der Gruppe angekommen. Funkenherz natürlich bei seiner Seite. Ihr seid auch schon zurück. Geht es dir wieder etwas besser, Sol? Ich denke schon. Und wenn nicht, dann bin ich ja nicht einsam. Jetzt nochmal zum eigentlichen Thema, bitte. Vielleicht ist das eine sehr dumme Frage, aber deine Emotionskräfte können dann nicht irgendwie helfen, oder? Deine was?
Wieder kreierte Latira wie aus dem Nichts ihre farbigen Kugeln, welche sie Flamme und Absol bereits erklärt hatte. Einer der Gründe, weshalb ich euch beide vorhin anleiten konnte, ist, dass Ambitionen mein Element sind. Ich kann sogar mit ihnen kämpfen. Ich wusste gar nicht, dass Pokémon das irgendwie ohne die Determination erlernen können. Nun war es Latira, die komplett durch den Wind war. Ohne die was? Und das kann einem mit Emotionen helfen? Die Determination ist die Essenz der Emotion und sie ist ein Teil von Günthers Seele. Er hat den Emotionskampf schon lange gemeistert. Ich dachte nicht, dass man ohne diese Essenz überhaupt dazu in der Lage sein könnte, ihn zu beherrschen. Dieser Günther, er beherrscht ihn nicht nur, er hat den Kampf gemeistert, aber glaubst du, es wäre für mich irgendwie möglich, das auch zu lernen? Mich hat der Kampfstil schon immer begeistert. Ich dachte nur, es wäre unmöglich. Während Latira sichtlich noch etwas in Gedanken woanders war, antwortete Flamme direkt. Ist es für uns auch? Schnell fing Latira sich wieder und erwiderte eine Antwort. Genau, Flamme, für euch beide. Funkenherz, ich könnte mir vorstellen, dass du die Emotion tatsächlich meistern könntest. Und es wäre auch wichtig, wenn dieser Günther, der laut euren Erzählungen ja euer Feind ist, den Emotionskampf gemeistert hat. Wir brauchen jemanden, der es damit aufnehmen kann. Sagtest du gerade, wir? Natürlich. Insofern wir herauskommen, kann ich euch doch nicht einfach ziehen lassen. Es steht auch meine Heimat auf dem Spiel, nur müssen wir eben dafür erst herauskommen. Nun, wenn das alles ist, nichts leichter als das. Sol hat es bei seiner Ankunft gesagt. Wir brauchen ein Pokémon, das keinen Schatten wirft. Kurzum, Geistangriffe sind nutzlos, ein Geist-Pokémon hingegen ist der Weg. Genauer gesagt, der Körper von einem. Flamme verstand genau, worauf Sorok letztlich hinaus wollte. Was nicht hieß, dass er einverstanden war. Niemals, das ist viel zu gefährlich. Wir gehen nur von Vermutung aus. Und kannst du dir wirklich sicher sein, dass deine Verwandlung zu einem Geist so funktionieren würde? Natürlich bin ich das, Flamme. Und wenn du dir unsicher bist, ob ich in einer Geistergestalt einen Schatten werfen würde, das können wir auch problemlos testen, bevor irgendwer sich Gedanken um einen Schlüssel macht. Höre ich das richtig heraus? Du möchtest probieren, durch deine Illusion die Gestalt eines Geistes anzunehmen, um den Schlüssel damit zu bekommen? Naja, Flamme hat schon recht. Es ist sehr riskant, aber auf der anderen Seite haben wir Alternativen. Wir können nicht hierbleiben, also brauchen wir irgendwie den Schlüssel. Es muss einen anderen Weg geben. Wir können nicht einen von uns in diese Todesfalle schicken, in der Hoffnung, dass ein billiger Trick das Ganze umgeht. Vertraust du mir etwa nicht? Doch, natürlich, aber... Flamme, du weißt selber, es gibt keinen Weg hier drumherum, nicht wahr? Wenn du dich dann besser fühlst, gehen wir sicher, dass meine Gestalt wie geplant keinen Schatten wirft und ich gewöhne mich an sie. Aber heute Abend werde ich uns diesen Stein holen. Dann können wir heute Nacht noch hier rasten und danach reisen. Und dann kann ich bis dann schon einmal probieren, ob du tatsächlich Emotionskampf lernen könntest, Funkenherz. Also stand der Plan fest. Sorok würde sich bereit für eine kleine, aber gefährliche Mission machen. Latira würde Funkenherz einen Kampfstil lehren, den sie Flamme und Sorok nicht einmal zugetraut hatte. Sol würde vermutlich bei Funkenherz bleiben und Flamme bei Sorok. Wobei das ungute Gefühl über die abendliche Mission verblieb. Sorok saß recht entspannt in einem der Sonnenstrahlen, welche durch ein Loch in der Decke fielen, derzeit in Gestalt eines Gengar.
Und genau wie er versprochen hatte, trotz seines Aufenthalts inmitten des Sonnenstrahls warf er keinen Schatten. Und du bist dir immer noch sicher, dass du das später durchziehen willst? Warum bist du denn nervöser als ich, Flamme? So kompliziert ist das Ganze doch gar nicht. Das ist genau die Sache. Irgendwo kommt mir unsere Lösung wohl zu einfach vor. Irgendwas wirkt falsch, als ob wir irgendwas übersehen. Ich sehe nicht, was du meinst. Und Flamme, sieh's mal so. Was ich genauso wenig sehe, ist eine Alternative. Du weißt, dass es keine gibt. Du brauchst dir wirklich nicht so viele Sorgen zu machen. Aber glaubst du denn nicht, dass irgendwas hier komisch ist? Wenn ich nicht daran glauben würde, dass ich euch den Stein da holen kann, würde ich die Mission nicht übernehmen. Was hätte ich denn für einen Grund? Zu Flammes eigener Überraschung sog Sorak das Vulpix zu sich und nahm für einen Moment wieder seine normale Gestalt ein. Also, macht ihr da keinen Kopf um mich. Ich weiß, was ich tue. Außerdem bin ich bereit, ein Risiko einzugehen, weil ich genau weiß. Selbst sollten deine größten Ängste wahr werden und mir würde etwas passieren. Ihr schafft das Ganze auch ohne mich. Letzten Endes ist es doch auch am besten, wenn ich für solche Aufgaben einspringe. Die Miene des Sorak wurde streng. Vergiss nicht. Letzten Endes sind wir alle als Individuen auf dieser Reise egal. Wir kämpfen für so viel mehr. Und für diese Prophezeiung braucht es nur zwei von uns. Wenn es denn nötig wäre, dann würde ich in Kauf nehmen, dass Latira Funkenherz und ich alle hier sterben. Wenn es nur hieße, dass Sol und du weiterkommt. Ihr beiden seid die letzte Hoffnung all unserer Welten. Und der Rest von uns ist freiwillig gefolgt. Genau, das ist aber der Punkt, Sorak. Ich könnte nicht ohne dich weiterreisen. Was soll, sollte ich denn dann machen? Du bist für mich das wichtigste Pokémon hier. Auch wenn ich vielleicht nicht immer in der Lage bin, das zu zeigen. Aber ich schwöre, es ist so. Sol und ich waren doch nur auserwählt, um den Rest des Teams zu versammeln. Damit wir alle gemeinsam siegen. Wäre dies wirklich der Fall, warum hätte dann irgendjemand von der Erwählung vom Rest von uns nicht schon erfahren können? Nein, es geht hier um euch. Und irgendwann verstehst du bestimmt weshalb. Und genau deshalb, Flamme. Selbst wenn mir später etwas passieren sollte, bitte versprich mir, dass du weitermachst. Ich kann das nicht versprechen. Ich würde dir gerne mein Wort geben, aber ich weiß, dass ich es brechen würde. Nach allem, was auf dieser Reise schon geschehen ist. Nachdem, wie gebrochen ich schon bin. Wenn du stirbst, stirbt Flamme auch. Die Sonnenstrahlen fielen inzwischen nicht mehr zu Boden. Lediglich rotes Licht nahe der Decke verriet, dass die Sonne noch nicht ganz geschwunden war. Inzwischen hatte die Gruppe sich wieder versammelt. Funkenherz bei guter Laune, da Latira sie tatsächlich für fähig befunden hatte. Auch wenn hartes Training bevorstand. Und Flamme war weiterhin besorgt. Sorak war jedoch entschlossen und bereit. Inzwischen wieder im Körper eines Gengar. Also, mach das Ganze dann bitte so einfach wie möglich. Geh rein, nimm den Stein und geh raus. Latira wirkte auch etwas nervös. Aber gleichermaßen war sie auch sehr hibbelig im Gedanken, diese Höhle nach Jahrzehnten, vermutlich Jahrhunderten, wieder verlassen zu können. Soroks Antwort war ein kurzes Nicken. Und ein letzter Satz. Dann mal los. Kurz atmete er durch und blickte zu Flamme. Sichtlich nun nicht mehr so sicher wie zuvor. Zur eigenen Sicherheit trat das Sorak sehr vorsichtig. Zunächst legte er nur die Spitze eines Fußes auf das Licht vom Grund.
Und nichts geschah. Ein vorsichtiger Schritt. Ein zweiter. Mehr und mehr Schritte. Und es geschah nichts. Denn er warf keinen Schatten in der Gestalt eines Geistes. Genau wie er es auch selber gesagt hatte. Es waren wieder einmal alle von Flammes Sorgen umsonst gewesen. Nun, beim Edelstein angekommen, zögerte Sorak jedoch wieder kurz. Aber nach nur Sekundenbruchteilen hob er den Stein an und stand still. Er wollte wohl sicher gehen, dass das Aufheben nicht bereits etwas auslöste, was es nicht tat. Doch trotzdem blieb er kurz erstarrt und richtete den Blick wieder gen Ausgang der Grotte, spezifisch zu Flamme. Und anschließend wieder auf den Edelstein. Bildete Flamme sich das im grellen Licht hinter dem dunklen Fels nur ein? Oder floss dem Sorak eine Träne? Weiterhin zögerte er kurz. Dann murmelte er leise etwas zu sich. Flamme verstand es kaum. Wenn die beiden es nur herausschaffen. Vergib mir, Meisterin. Ich habe dir zu viel versprochen. Danke. Was anschließend geschah an Flamme war wie in Zeitlupe. Blitzschnell hob Sorak den Edelstein an und schleuderte ihn mit aller Kraft vom Podest aus zum Ausgang der Grotte hin. Im gleichen Moment schien ein Beben die gesamte Höhle zu erschüttern. Und die Falle löste aus. Denn der Edelstein selber warf seinen Schatten.